Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und das, was ich hier installiert habe, ist Windows 10 Cloud. Wir haben schon in ein paar Berichten darüber gesprochen, was Windows 10 Cloud ist. Jetzt mal kurz erklärt, das ist eine Windows 10 Edition, die noch in Planung ist und wo jetzt auch das Installationsmedium durchgesickert ist, wo lediglich Windows Store Apps ausgeführt werden können, sowie natürlich die integrierten Desktop-Programme von Windows 10, also beispielsweise der Explorer natürlich, WordPad und andere Anwendungen. Also jetzt das Ausführen der Wetter-App ist zum Beispiel kein Problem, auch WordPad sowie die Systemsteuerung funktionieren, allerdings nicht mehr Project Centennial-Apps, wie zum Beispiel hier GetOffice, diese App kann nicht ausgeführt werden und auch Anwendungen, die im Windows Store sind, aber bei denen es sich derzeit um Desktop-Apps handelt, beispielsweise dazu gehört auch Vector, die ich hier auch installiert habe. Und wenn ihr diese App dann öffnet, werdet ihr eine Meldung sehen, dass eben diese Anwendung nicht für diese Version von Windows geeignet ist. Das kennen wir vielleicht schon von Windows RT, wer so ein Surface RT Tablet hatte, der hat diese Meldung dann gesehen, wenn ihr zum Beispiel den Google Chrome Browser aus dem Internet heruntergeladen habt und dann die Setup-Datei ausführen wolltet. Das ging eben nicht, denn nur Windows Store Apps und die vorinstallierten Desktop-Programme können eben hier ausgeführt werden. Der Unterschied zu Windows RT ist eben der, dass wir einerseits jetzt die Windows 10 Universal Apps haben, andererseits funktioniert diese Build zumindest auch auf x86 Intel Hardware und nicht nur eben auf ARM Prozessoren, wie es eben bei Windows RT damals der Fall war. Microsoft hat Windows 10 Cloud bislang nicht angekündigt, aber Berichten zufolge handelt es sich dabei um eine Edition von Windows 10, die eben vor allem für günstigere Windows-Geräte gedacht ist. Und damit will Microsoft eben ein Konkurrenzprodukt haben zu den Chromebooks. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, denn immerhin konkurriert hier eigentlich direkt der Windows Store gegen den Play Store, der dann auch auf die Chromebooks kommt. Und es wird relativ spannend, wie sich das dann in Zukunft ergeben wird. Auf jeden Fall gibt es bislang dazu nichts Offizielles und das, was wir hier installiert haben, ist tatsächlich nur eine Vorschauversion. Man sieht es hier auch unten rechts am Watermark, dass hier noch Windows 10 Pro Insider Preview steht, aber hierbei handelt es sich eben um die Windows 10 Cloud Edition. Ob und wann das Produkt dann am Ende auf den Markt kommt, das wissen wir aktuell selber nicht und sehr viele Informationen gibt es dazu nicht. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald es hier irgendwelche Ankündigungen oder Veränderungen gibt. So, dann danke ich mal fürs Zusehen. Vielen Dank und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.